Hallo und herzlich willkommen bei Die Therapie mit ihren beiden total aufgepumpten Therapeuten und zu Therapierenden. Hier sind Julian Leithoff und André Georg Hase. Julian, ich starte direkt durch. Weißt du, was ich heute gemacht habe? Du bist so on fire? Ich bin richtig on fire, okay, Julian, was halt eben auch daran liegt. Also ich bin schon den ganzen Tag, ich bin heute Morgen halt wirklich aus dem Bett rausgesprungen. Ja? Ich habe viel zu viel Kaffee heute schon getrunken, ja? weil meine Freundin hat mir nur so wenig übrig gelassen, dass ich dann dachte, ich mache mir selbst nochmal Kaffee. Meine Freundin macht ja morgens immer eine Kanne Filterkaffee. Ich trinke ja Filterkaffee. Ne? Ich bin ja so ein Oldschooler. Ja? Oder eigentlich kann man dich nicht mit einem Nespresso auf Knopfdruck glücklich machen? Überhaupt nicht sogar. Die finde ich sogar, hatte ich mal in der Werbeagentur, da gab es das, fand ich immer gar nicht gut, wirklich. So Kapselkaffee kann man mich gar nicht mit abholen, aber mit so einem guten Filterkaffee aus so einer Philips Top-Brühe, ne? Also quasi die Brüheinheit ist über der Kaffeeeinheit und läuft dann direkt frisch aufgebrüht runter, finde ich köstlich. Frisch aufgebrühten Filterkaffee finde ich köstlich. Und meine Freundin macht morgens immer eine Kanne, dann nimmt sie einen Becher mit und einen trinkt sie noch. Und dann hat die mir aber heute so wenig übrig gelassen, dass ich dann dachte, ich mache mir nochmal eine Kanne. Und die habe ich dann komplett alleine getrunken. Ja. Und jetzt eben hatten wir noch einen Termin. Wir haben nämlich eine Katzensitterin bestellt für Weihnachten, die dann auf die Katzen aufpasst und zweimal am Tag vorbeikommt. Ist ganz krass im Übrigen. Hattet ihr sowas schon mal für den Hund? Private Katzensitterin oder? Nee, das ist über, ihr kennt die über, nicht. Über eine Agentur, ja, aber die hat auch tatsächlich wirklich. Gute Bewertung. Gute Bewertung und ein polizeiliches Führungszeugnis vorgelegt. Das fand ich ganz interessant. Also, ne, ich hatte da gar nicht so selbst dran gedacht, weil ich ja überhaupt nicht misstrauisch bin anderen Menschen gegenüber, ja. Bin ich wirklich nicht im Übrigen, ja. Und hat einen Wisch vorgelegt, dass sie nicht gegen Katzen allergisch ist. Nee, sie hat auch selbst Katzen und war auch ganz lieb und ganz nett, ganz tolles Ding. Aber dabei und was macht die dann mit ihren Katzen in der Zeit? Ja, ich will deine Story nicht mehr unterbrechen. Dafür habe ich dann auch nochmal, wie man das halt so macht, wenn Gäste kommen, Kaffee gemacht. Die wollte aber gar keinen. Dann habe ich jetzt nochmal eine Kanne Kaffee getrunken, ja. Plus, dann bin ich hierher gelaufen. Du hörst über Spotify Musik unterwegs, ne? Ich weigere mich einfach mit meinem neuesten iPhone, mich da irgendwie. Mittlerweile habe ich gar nicht mehr das neueste iPhone, stimmt gar nicht. Fake News, André Georg Hase, ja. Gar nicht mehr das neueste iPhone, ja. Aber da könnten wir schon allein eine eigene Folge darüber machen, wie wenig innovativ und bekackt ist denn bitte dieses neue iPhone? Ich weiß nicht, es sind drei Kameras. Ja, das ist halt wirklich so diese spätrömische Dekadenz oder so. Ja. Aber es hat jetzt drei Kameras. Ja, und dann irgendwann fünf oder ja. Und auch die. Weißt du, was ich geil fände, wenn das immer schmaler wird und dann aber dieser Kameraaufsatz hinten irgendwann dann einfach wieder das von der Dicke her das iPhone 1 formt. Weißt du? Und dann irgendwann so 16 Kameralinsen da hinten drauf sind. Ja, das sieht für mich aus wie diese Kinderknarren, die wo du so diese Munition hast, die sind ja so wie die Cowboy-Pistolen. Ja. Was und hast du denn für Cowboy? Rechteckige Pistolen? Ist das so ein Schwedending oder so? Ja. Nein, es soll nicht an wirkliche Waffen erinnern. Oh, da hatte ich einer der Leidenspunkte in der Kindheit, dass ich durfte lange Zeit nicht eine solche Waffe besitzen. Weißt du, was ich durfte? Ich durfte eine halt echte. Eben, pass auf. Ohne Witz. Nein. Wir haben halt wirklich bei einem, also es gab ja auch viele Jäger und sowas, wo ich herkomme. Wir haben halt wirklich im Wald, haben wir halt eben einfach, und das hieß halt wirklich einfach nur, komm, wir treffen uns und spielen mit Waffen. Das Spiel hieß halt mit Waffen. Ne? Und das war halt einfach wirklich sich umbringen spielen. Ne? Alter. Ne? Und das waren halt eben alles welche, die waren dann halt eben unfähig gemacht. Also da wurde dann halt der Lauf irgendwo so an der Mitte aufgefüllt. Das heißt, man hätte da jetzt nicht irgendwie als Kind, ich mache auch mal Patronen rein oder sowas, was sowieso niemand gemacht hätte. Aber wir haben mit echten Waffen gespielt. Mit echten Waffen, mit Waffen gespielt. Okay, da fing die Unterschiedlichkeit in unserem Leben und vielleicht auch in der Prägung schon sehr früh an. Vielleicht waren wir vorher so wirklich wie aus einem Ei. Und das war der Unterschied, dass du halt so ein iPhone als Waffe bekommen hast. Nee, es geht sogar weiter. Und zwar, ich durfte keine Waffen haben. Und dann waren wir in Köln wie immer auf diesem Spielplatz, wo sich die ganze Kinderschar getroffen hat. Und ich musste und wollte ja trotzdem irgendwie mitspielen. Ja. Und meine Mutter erzählt, dass sie natürlich daran bessere Erinnerungen hat als ich, dass eben die Ansage, hey, hier pazifistischer Haushalt, auf keinen Fall Waffen. Und beobachtet Loser mich. Haushalt. Beobachtet mich, wie ich auf einmal auf dieser Spielwiese einfach umfalle. Und dann da liege. Und sie stürzt halt panisch auf mich hin und sagt, Julian, alles okay? Und ich sage, Mama, ich muss den Toten spielen. Das ist das Einzige, was ich hier darf.
Weil ich als Einziger keine... Du warst immer einfach nur das Opfer. Das erschossen wurde. Ah, cool, Julian, dass du auch da bist. Wir brauchen noch jemanden, den wir erschießen können. So. Und das hat dann dazu geführt, dass ich kurz danach die größte und beste Waffe mir aussuchen durfte, weil das... Ja, eigentlich komisch, dass sich das bei dir jetzt nicht in so ein Gegenteil verkehrt hat und du irgendwie immer so, André, wann fahren wir mal wieder auf die Rifle Ranch oder sowas? Ja, und so ein richtiger Waffennarr bist. Nee, ich habe auch tatsächlich, also ich habe mit elf habe ich, glaube ich, das erste Mal Kleinkaliber auch geschossen, weil es gab, mein Vater selbst war da gar nicht irgendwie so, aber mein Vater hatte einen Freund, der quasi diese ganzen Väterdorf-Sachen mit mir gemacht hat. Der hat mir halt auch Angeln beigebracht und Schnitzen, der hat mir auch dann irgendwann ein Messer geschenkt, mit dem man halt auch so einen Fisch ausweiden kann und sowas, ja. Und mit dem war ich auch, der hatte halt so ein Waldgrundstück noch, mit dem war ich dann auch Bogenschießen, mit dem habe ich auch tatsächlich mein erstes Bier getrunken, allerdings war mein Vater da auch mit dabei. In welchem Alter? 8. Ich glaube wirklich 8. Ein Radler halt eben, ja, ne? Mit viel Limo da natürlich, ja. Aber dann einfach schon und vorher mal so Schaum abtrinken und sowas, das war schon auch drin. Bogen geschossen, ja, aber halt Jagdbogen, ne? Mit 11 das erste Mal Kleinkaliber geschossen. Großkaliber habe ich dann, glaube ich, mit 13 oder so das erste Mal geschossen. Wie definiert man Klein- und Großkaliber? Ist das wie bei Musik dieser Klinke, Groß- und Kleinklinke? Ja, so ungefähr. So könnte man es beschreiben. Naja, ist halt einfach, die Patronen sind halt eben anders und die Durchschlagskraft und auch der Rückstoß. Also Großkaliber, wenn du die halt nicht richtig in die Schulter reindrückst, dann schmeißt sie dich halt einfach. Also Großkaliber habe ich immer auf Abgewehrebene oder habe ich auch in manchen Waffen Großkaliber? Nee, also es gibt, wenn du jetzt eine Magnum zum Beispiel, dann ist das halt einfach eine großkalibrige Waffe. Eine Handfeuerwaffe. Okay. Okay. Es gibt ja Handfeuerwaffen und Langwaffen. Ja. Geil, Julian, jetzt mache ich dir nochmal richtig Bock. Ja. Ich war ja auch im Schützenverein. Ne? Habe ich auch gemacht. Ja. Macht auch echt das heißt, Bock, du könntest ja auch auf so einer Kirmesbude... Habe ich auch. ...immer den Laden pleite machen. Es war aber auch tatsächlich so das Ding, als ich da letztens mit meiner Freundin auf diesem Volksfest in Kassel war, bei Bad Arolsen, Viehmarkt, ja, traditionell ja jetzt schon, weil wir jetzt zweimal da waren. Ja. Und dann waren wir da auch schießen und man hat 10 Schuss und tatsächlich 5 habe ich in Reihe geschafft. Und ne, so Sterne abschießen. Ja. Aber das finde ich schon geil. Ja, das ist auch cool. Also damit hättest du mich richtig beeindruckt. Komme ich nämlich noch gleich. 5 habe ich in Reihe geschafft und dann habe ich irgendwie, dann hätte ich eigentlich einen Schritt zur Seite gehen müssen, aber ich dachte so, ich mache das jetzt hier einfach so rübergelehnt und dann hat es nicht mehr geklappt und dann habe ich, glaube ich, 4 zur Seite geschossen. Ich dachte, was, wie so beim Billard kann man ja auch dann, der Lässige macht so hinterm Rücken. Kann ich auch. Und dann so schießen. Ich kann gut Billard spielen. Ne? Spielst du Billard? Ja. Also ich habe zwar eine... Soll mir das hier zum großen Schlägerturnier mit dazu... Das ist ja auch quasi ein Schläger. Ja, so quasi auch, ja, absolut. Ja. Konnte ich und vor allen Dingen habe ich da aber auch beobachtet... Ich weiß nur leider bis heute nicht, wie Snooker funktioniert. Soll ich es dir erklären? Ja, ist on oder off, Mike? Für alle. Also, Snooker, ja, ich mache es auch mit... Oder ich stell eine Frage zum Eingang. Bitte. Wieso sieht man nie im Fernsehen ein Billardturnier oder Spiel, was scheinbar ja sehr langweilig dann zum Zugucken wäre, aber Snooker läuft den halben Tag bei Eurosport? Weil Snooker tatsächlich einfach gerade so im UK-Bereich eine richtige Fanbase hat. Das war auch... als und dramaturgisch ein bisschen viel breit gefächerter halt ist, oder? Genau, und Snooker ist halt auch schwieriger tatsächlich, weil der Tisch ist größer, die Löcher sind kleiner, die Taschen, also die Backen nennt man das, ne, sind... Du musst halt wirklich genau reintreffen. Beim Billard kann man ja auch mal. Und der Tisch ist viel größer, oder? Der Tisch ist eine ganze Ecke. Ich glaube, ich habe noch nie in live einen gesehen. Machen wir mal zusammen. Also nicht Snooker spielen, aber wir gehen in es gibt nur einen guten Billardsalon hier in Wiesbaden. Und selbst der ist nicht besonders. Und da gibt es auch Snookertische. Das macht halt überhaupt keinen Bock, wenn wir zwei Snooker spielen. Snooker funktioniert folgendermaßen. Man hat eine weiße Kugel, das ist die Stoßkugel, wie beim Billard. Und man hat mehrere rote Kugeln. Diese roten Kugeln geben immer einen Punkt. Und die sind, für beide. Die sind alle Kugeln sind für alle zugänglich. Also für beide. Es sind immer nur zwei, die spielen. Es gibt kein Royal Rumble Snooker oder so. Rundlauf. Alle spielen auch einmal. Ne? Also die weiße Kugel ist immer die Stoßkugel. Die roten Kugeln sind halt sozusagen die Pflichtkugeln. Davon musst du immer eine reinmachen, bevor du eine der andersfarbigen Kugeln reinmachen darfst. Ja. Und die andersfarbigen Kugeln, ich krieg's jetzt nicht ganz zusammen, ja, die haben mehr Punkte. Ne? Also die roten haben immer einen Punkt und die höchste Punktzahl hast du mit der schwarzen, ich glaube 8.
Ja. Das heißt, mit einem Spielzug kannst du 9 Punkte machen. Und das Ding ist, solange du dran bist, also es ist immer im Wechsel, immer rote Kugel, eine farbige Kugel, wieder eine rote Kugel. Und die farbigen sind aber an unterschiedlichen Positionen. Die sind an unterschiedlichen Positionen und die werden auch immer wieder dahin gelegt. Die roten Kugeln sind dann weg, wenn sie einmal eingelocht sind. Und ich muss aber immer jedes zweite Mal eine rote. Und dann eine farbige. Jetzt ist natürlich halt eben das Ziel, immer eine rote und dann die schwarz zu spielen. Ja? Weil die am meisten Punkte. Weil die am meisten Punkte gibt, ganz genau. Deswegen ist ja auch Snooker so schwierig, weil es geht ja nicht nur darum, oh, cool, jetzt habe ich die schwarze reingemacht, aber dann liegt die weiße halt am Arsch der Welt und du kannst keinen weiteren Zug mehr machen. Das ist aber auch beim Billard zum Beispiel so, dass es eigentlich immer nicht darum geht, nur den aktuellen Stoß gut auszuführen, sondern wie beim auch Schach. Wie beim Schach ähnlich, ja? Nur ein bisschen direkter tatsächlich noch. Ja? Deswegen ja auch die Profi-Schachspieler anders aussehen als die Profi-Billardspieler. Das stimmt wohl. Ja. Snooker auch tatsächlich ein sehr anstrengender Sport, weil das geht ja teilweise stundenlang, so ein Spiel. Denn du kannst auch noch auf eine andere Art und Weise Punkte machen. Und daher kommt auch der Name Snooker. Und zwar, wenn du die weiße Kugel so spielst. Du musst immer eine Kugel anspielen. Also wenn du eine weiße Kugel so spielst, dass die keine andere Kugel berührt, kriegt der andere einen Punkt. Ja. Wenn du aber die weiße Kugel so spielst, dass die eine andere nur touchiert und dann irgendwo liegen bleibt, sodass dein Kontrahent danach keine rote Kugel treffen kann, dann nennt man das Snooker. Und dann kriegst du auch Punkte. Wie viele das jetzt genau sind, weiß ich nicht. Aber wenn er keine treffen kann, er versucht es dann trotzdem und es gelingt ihm halt nicht. Dann nimmt man das Snooker. Aber meistens sind das sind halt so Profis, ja, die gucken dann halt da drauf und sagen dann auch so, okay. Was ich mal gesehen habe und noch viel geiler fand, es gibt dann so, ich weiß nicht, wie die sich das nennen, aber so Fun-Snooker, wo die dann halt wirklich so Parcours, so wie... Ja, Trickshots nennt man das. Ja, aber nicht während des Spiels, sondern so ein eigenes Turnier, wo es dann darum ging, so die geilsten Sachen davon auszupacken. Weißt du, was ich auch cool finde? Karambolage. Kennst du das? Nee. Das sieht, also da wüsste ich jetzt auch nicht, wo man da hier in Wiesbaden einen Tisch für findet. Das wäre aber halt eben und dann so auch noch was, einen was guten. Was so James Bond und so spielen, ja. Da sind gar keine Löcher drauf und du hast eine weiße und zwei rote Kugeln. Und Ziel ist es, immer über Bande beide roten Kugeln zu treffen. Hm? Also okay. Du musst halt erst die weiße an eine Bande spielen. Und dann trifft die eine rote und rollt dann noch im Winkel so weiter, dass die auch noch die zweite rote trifft. Ja. Und dann kriegst du den Punkt. Ja. Karambolage. Ja. Was passt jetzt nicht so richtig in die Aufzählung, aber was mir auch letztens aufgefallen ist, was ich noch nie gespielt habe, ist Backgammon. Backgammon habe ich auch zu Hause. Eins von zwei Spielen im Hause Hase. Ja. Kann ich dir auch beibringen, wenn du ja, Lust weil das. Weil Backgammon ist tatsächlich eine interessante Kombination aus Strategie und Glück, weil du würfelst ja halt eben auch und die Würfel kannst du ja jetzt nicht beeinflussen, ne? Aber das macht auch echt richtig Bock. Ne? Habe ich auch ein richtig aber schickes Backgammon. André, wenn du sowohl für solche Spiele als auch für das direkte Duell bereit bist, wieso versuchst du es dann nicht mal bei Schlag den Star? Das weißt du, ich finde es einfach gut, dass wir zwei auch jetzt nicht alles zusammen machen. Ja, ich weiß, du willst ja ständig mit mir abhängen, ja, aber ich finde es auch gut, wenn wir noch ein bisschen Individuen sind. Ja. Also, du bist ein Freund, ich mag dich auch gern, aber wir müssen jetzt nicht alles zusammen machen. Okay, okay. Auch das Angebot mit deiner Frau habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen, ja, aber danke, nein, danke. Ja, weil, und zwar nicht wegen dir oder deiner Frau, sondern einfach nur, weil ich in einer monogamen Beziehung lebe. Ja. Ja, und das ist vielleicht auch der Grund, warum du nicht mit mir das letzte Wochenende verbracht hast. Denn das hätte mich dazu verleitet, fast diese Folge, wenn du nicht so on fire vorhin gewesen wärst, zu begrüßen mit ja, servus André, willkommen hier in Bodemais, in tiefsten Bayern, ich mag nicht es verrate, aber ich war in den Bergen im tiefsten Bayern. Ich glaube eher, du warst irgendwie in so einem Behindertenheim irgendwo in Hessen oder sowas. Ja. Ah, es war ein Traum. Ich war in Bodemais mit der Family. Aha. Und muss aber gestehen, hier mache ich das so ein bisschen spielerisch und natürlich auch ein bisschen ironisch mit diesem Dialekt, aber ich versuche ja trotzdem als guter Tourist oder Gast irgendwie so eine Brücke zu bauen und habe schon immer, wenn ich im Dialog mit Einheimischen dort war. Dann imitierst du deren Dialekt? Nein, ich versuche einfach, ja, servus. Ich mache das gar nicht. Also ich mache das im Ausland, aber nicht im Inland. Ich mag ein paar Brezen. So, und also man versucht doch einfach so
Nee, das akzeptiere ich auch gar nicht. Habe ich dir das nicht mal erzählt mit dem Viktualienmarkt, wo ich mal in München war? Und war ich am Viktualienmarkt in München, was so eine wahnsinnig internationale Adresse einfach nur ist. Und dann habe ich da halt eben gesagt, ja, ich hätte gern so ein Krabbenbrötchen. Was? Ja, so ein Krabbenbrötchen. Und zeig halt auch drauf, ja. Was? So, ja, hier, so ein Krabbenbrötchen, Mann. Krabbensemmeln heißt es. Ja? Wo ich auch dachte, ja, genau. Ja, Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, komm. Und weißt du was? Die wären halt eben auch so, wenn die halt hier wären, die würden halt einfach in die Bäckerei gehen und sagen, drei Semmeln. Und dann würden die halt einfach drei Brötchen bekommen. Ja, ja, aber in diesem Fall wurde ich dann irgendwann, also ich würde es jetzt nicht als Disput bezeichnen, aber ich wurde auf jeden Fall sehr freundlich von meiner Frau darauf hingewiesen, dass sie das nicht erträgt. Dass du dann so, bist dann auch so richtig reingegangen, dann halt auch so plötzlich so, Julian, was soll das mit diesen Lederhosen? Ja, das macht man doch so in Bayern. Ja, aber das ist doch aus dem Fetischclub. mit so Lederchaps und so. Ja, sie tragen doch gern so Lederhosen hier in Bayern. Das ist schon eine fertige Sketch-Idee eigentlich. Absolut, oder? Wenn man sagt, ja, hier in Bayern muss es schon eine Lederhose sein. Ja. Und dann kommst du mit so Lack und Leder. Ja, finde ich gut. Ja, ansonsten muss ich immer wieder feststellen, kulinarisch, es geht nicht besser. Also ich, ja, ja. Ich war froh, dass ich musste einen Veggie-Day in der Zeit machen. Das war Horror, was hast du denn da gegessen? Brot? So mürrisch dein Brot gegessen? Ne? Nee, eine Mozzarella-Pizza mit Büffelkäse. Und den Büffelkäse habe ich dann aber noch zur Seite gelegt. Mozzarella di Bufalo, auch ökologisch ganz bedenklich, Julian. Da solltest du dich mal informieren. Dann hast du aber ein ganz schlechtes Gewissen. Da werden teilweise die Kälber in Urin ertränkt. Ganz schlechter Mensch, der Julian. Boah, verdammt. Okay, du meinst, ja. Hätte ich da das Kalbsfleisch, das wäre... Das wäre besser gewesen. Ach, verdammt. Ja, da kann man auch wieder nur Bart Simpson zitieren. Tust du es, ist es schlecht, lässt du es, dann erst recht. Aber, André. Ja. Ich habe auf dem Weg hierhin gedacht, oh Mann, wir haben schon lange keinen Elevator-Vater-Pitch mehr gehabt. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Elevator-Vater-Pitch. Alle, die einen kinderreichen Freundeskreis haben sich schon gefragt, was zur Hölle soll ich mit diesen ganzen Grußkarten? Ich habe mich immer gefragt, in meinem bisherigen Leben, was bringt diese Info, dass das Kind, das geboren wurde, 3000 Gramm wiegt oder 52 Zentimeter, das andere 48? Ja. Die einzige Antwort darauf kann sein, ein Babyquartett. Sehr gut, sehr gut. Kaufe ich sofort. Das ist ja wirklich. Das ist so wirklich. Das zündet direkt. Das zündet sofort. Sensationell. Und zwar dann so ein personalisiertes für deinen Freundeskreis. Ja, da hast du irgendwie, also sofort, ich sag mal, ich habe inzwischen sofort. So bestimmt 20, 30 Karten zu Hause. Ja. Und daraus einfach die Infos übertragen. Also wir hätten auf einmal als erstes Gewicht. Ja. So, das Gewicht, ist halt die Frage. Schwerste, Größe. Ja. Größe, dann Haare. Haare, du meinst, okay, das wäre natürlich. Sind dann, Haare da oder Glatze? Ja. Ja. Dann hättest du noch den Geburtstag, könnte man noch irgendwie so, ich weiß nicht, gibt es ein cooleres, also dass du irgendwie je früher geboren, desto. Ja, wäre irgendwie so Frühchen oder zu spät oder sowas. Oder steht da auch drin, wie lange die Geburt gedauert hat oder so. Ja? Das wäre dann natürlich die Extremvariante. Müsste auch noch vielleicht Informationen über die Mutter, mit Dammriss oder ohne, Kaiserschnitt oder natürliche Geburt, Wassergeburt, vielleicht dann halt eben auch so wie ein Amphibienfahrzeug, das zählt dann so extra oder so, ja. Und also ein Thema, du hast eine riesige Zielgruppe, vor allem hast du natürlich diesen, wie soll ich sagen, diesen Wettbewerb unter Kindern. Ja. Wer hat das coolere Kind? Ja. Dann kannst du es mal offiziell. Kauf ich sofort. Ja. Elevator, Vader, Pitch. Das ist das allererste Mal, dass in diesem Kappes-Segment was rumkommt, wo ich so denke, ja, wo kann ich unterschreiben? Ja. Das könnte sowohl ganz günstig bei Flyer-Alarm oder so, wo man dann irgendwie selbst Bilder hochlädt und die Sachen ausfüllt, als auch halt wirklich so von so, wenn ihr Freelance-Grafikdesigner seid, ja, dann ruft jetzt Julian Leithoff an, info@die-therapie.com. Idee ist natürlich, also du bist Co-Creator, ist für mich wie Lennon McCartney. So, ist, oh, ehrlich? Ja, auf jeden Fall. Wer bin ich?
auf jeden Fall Lennon. Ja, schon, ne? Wussten wir jetzt auch beide eigentlich schon vorher. Ja, aber es ist für mich... Du bist halt der Nette. Der das, Nette mit boah, den vielen Entscheidungen. Das stimmt aber eben gar nicht. Musste ich leider erfahren, als ich jetzt noch mal ein bisschen mich eingelesen habe zu dem erst kürzlich 50. Jubiläum feiernden Abbey Road Album, dass Paul McCartney ist eigentlich, zumindest in der Phase, der echte Arsch gewesen. Der hat alles alleine festgelegt. Julian? Und alle haben sich jetzt auch gerade gedacht, ja, genau so ist es nämlich auch hier. Alle denken immer, dass André Georg Haase hier der Fiesling ist, ja, und der Egoist und sowas, ja, und der alles bestimmt. Aber in Wahrheit kommt dann irgendwann halt eben raus, ach, der Julian war das die ganze Zeit, ja. Wer nimmt sich denn hier seine exzentrischen Pausen und so, ja? Ja, okay, ja, stimmt. Es ist, also auch da, es passt, ja, wir dann... Ja, passt sehr gut. Gute Zuordnung. Ja, und was mir und mit Sicherheit werde ich auch eher erschossen als und ich habe auch Catcher in the Rye gelesen. Und dann, aber dann habe ich ja irgendwann so eine... viele Scheidungen stehen dir bevor. Herzlichen Glückwunsch. Ich vor allem diese Prothesen-Lady, die ihn ausgenommen hat. Ja, genau. Viele Scheidungen, viele Kosten für viele Frauen. Ach, ja, ne? Kommt dir vielleicht auch bekannt vor. Ja. Verdammt. Ja. Und dann noch eine exzentrische Tochter. Weiß ich nicht, will ich nichts unterstellen. Sie ist ja noch sehr klein, aber... Und Paul McCartney inzwischen auch Vegetarier. Ja. Schon lange. Ja, vielleicht hat er auch erstmal mit so einem Veggie-Day angefangen oder so. Ja. Einer der großartigen Zitate aus meiner Lieblings-Simpsons-Folge, in der Paul McCartney auch auftaucht, dass er mir sagt, ja, ich bin schon lange Vegetarier. Wenn du meinen Song Maybe a Maze rückwärts laufen lässt, hältst du das Gericht einer wunderbaren Gemüsesuppe. Ja. Ja, und was mir im Rahmen dieser Idee nochmal so bewusst geworden ist, Hypothese, dieser Kult um diese Dankeskarten mit genauen Zahlen. Ja. Den gibt es nur in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist so das Land dieser... In Schweden wahrscheinlich alles einfach so genormt. Ne? Ja. Weil da darf es ja keine Individualität geben oder so. Ja? Ist ja. Einfach so genormt alles. Ja, ja. Wahrscheinlich. Weil normales Gewicht, normale Größe, normaler Geburtsvorgang. Das, jetzt habe ich das... Ich hatte noch überlegt, ich komme aber nicht mehr drauf. Hatte ich das schon mal erwähnt, dieses Wort in Schweden? Ich meine, dass es Lagom heißt, aber das schlage ich nochmal nach, das liefere ich nächste Folge. Ja. Das ist nämlich ein Begriff, den es in Deutschland nicht gibt, der nämlich diese schwedische Kultur so perfekt beschreibt. Und zwar heißt Lagom sowas, das ist das positive Wort von mittelmäßig. Ja. Wenn wir sagen, etwas ist mittelmäßig, ist das ja überhaupt nicht konnotiert mit einer positiven Assoziation. Ich wüsste auch nicht, wie man es positiv sehen kann. Ja, aber das wäre zum Beispiel, wenn man einen Schweden fragen würde, hey, so was verdienst du? Irgendwie so, hier würde man ja sagen, oh, ich kann nicht klagen oder irgendwie sowas ja. Dummes, ja. Und da würde jemand, der so aus dem mittleren Segment, der würde dann dort sagen, Lagom, und damit ist gemeint, ja, so ziemlich genau gut, aber es ist nicht sowas wie durchschnittlich oder sowas. Es gibt diese... Es ist positiv konnotiert. Genau, es gibt dieses... Haben die sich ja geschickt einfallen lassen, diese Schweden. Deswegen, mittelmäßig ist einfach gut. Ja, weil hier gibt es ja nur sowas, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ist die Beschreibung, weil du hast zweimal was Negatives drin, nämlich zu viel und zu wenig. Und daraus leiten wir Deutschen dieses Wort ab, wo der Schwede einfach ein positives, ey, ich bin halt ein Lagom-Typ. Ich frage jetzt auch mal nach, du weißt ja, dass ich ein großer Fan des Etavox Ehrenfeld-Podcasts bin. Ja. Und da war vor kurzem... Ich finde den so Lagom. Ja, das glaube ich, ja. Damit ist überhaupt nicht mittelmäßig. Absolut nicht, positiv konnotiert, ja. Da war vor kurzem der Thomas Konstantin Bayer dabei. Das ist ein sehr, sehr guter Co-Host einfach von Christian. Und die hatten eine Schwerpunktfolge einfach zu Schweden gemacht. Und der Thomas erzählte da was ganz Interessantes. Und da wollte ich dich mal fragen, ob du da vielleicht noch mehr so aus dem echten Leben einfach so erzählen kannst. Und zwar, dass es in Schweden nur ganz vereinzelt und eigentlich fast gar nicht private Waschmaschinen gibt. Sondern dass es da halt eben so, das hat auch irgendeinen Namen, er fällt mir jetzt gerade nicht spontan ein, dass es halt eben, es gibt halt eben so Gemeinschaftswaschmaschinen einfach. Und das ist wohl auch ein großes Problem und es gibt sehr, sehr viele Beschwerden darüber. Habe ich noch nie gehört, kann ich mir aber gut vorstellen, würde ja gut passen. Ja. Aber um mal dieses positive Gefühl von Schweden auch so ein bisschen einzudämmen, das ist zwar irgendwie, ja, wir sind alle eine Gemeinschaft und sowas, aber das ist gleichzeitig schon so ein sehr exklusiver Club. Zum Beispiel gibt es sowas, es gibt nicht den Begriff des Gastes, sondern das ist immer nur der Fremde. So, ja. Das, und was zum Beispiel auch spannend ist,
In Schweden gehen die Wohnungstüren immer nach außen auf, was ja so sehr ausladend ist. Es ist total, total bekloppt. Also falls wir Zuhörer in Schweden haben, checkt das mal gegen oder fragt euch, ob ich das schon mal bewusst war. Hier Therapie International. Ich habe diese Woche einen sehr netten Kontakt gehabt. Ich glaube, ich hatte es dir schon mal erzählt. Grüße gehen raus an Claire nach Norwegen. Ja? Claire, sag mal, wie ist es da? Seid ihr offener? Habt ihr eigene Waschmaschinen? Sagt ihr Gast oder Fremder? Ja. Und gehen bei euch die Türen nach innen freundlich oder nach außen? Was willst du? Weg mit dir, Fremder! Lorgon! Verschwinde. Du darfst zwar auf meinem Grundstück zelten, ohne mich zu fragen. Aber du wirst nie ein Teil von uns sein. Ja. Sehr gut, ja? So wie in Japan. Du kannst ja, also wir, wenn wir zwei halt eben jetzt einfach nach Japan ziehen würden, perfekt Japanisch lernen würden, die Kultur aufsaugen würden wie ein Schwamm, dann würde halt ein Japaner immer noch sagen, tut mir leid, ihr seid keine Japaner. Und das würde aber auch zu einem Chinesen, der das alles hinter sich hat, sagen. Weil das ist auch ein anderes Volk, Julian, auch wenn die auch Schlitzaugen haben. Ja, aber ich meine, es bezieht sich nicht nur darauf, dass man halt auch optisch immer auffallen würde. Nee, Japaner sind Japaner und sonst gibt es keine Japaner. Und du kannst kein Japaner werden, egal wie sehr du dich anstrengst. Ja, und Deutschland bleibt natürlich das Land der Experten und da ist mir noch ein Beispiel dafür aufgefallen, weil es ist alles entstanden aus der Idee mit dem Babyquartett, mit diesen konkreten Zahlen, die für mich in dem Kontext so völlig sinnlos sind. Es ist doch scheißegal, ob das jetzt 3020 Gramm oder wie auch immer sind. Es ist ja völlig egal. Warum definiert man das? Und ein anderer Punkt, wo ich auch überlegt habe, was so völlig sinnlos ist, Parkhäuser, die immer sagen, noch 387 Parkplätze sind verfügbar im Luisenforum. Wohingegen es so... Steht nur dran, wie viel Gewicht ist gerade geladen. Nein, aber es ist doch... Was für ein Infomehrwert gibt es mir, dass ich weiß, da sind noch 217 in dem einen und in dem anderen 384 und in dem anderen 47? Mir würde ja völlig eine Ampel reichen. Ja, aber dann müsstest du ja auch wieder so Grenzen einführen, weil guck mal, die Ampel könnte ja dann auch einfach nur heißen, ja, es gibt noch einen Parkplatz. Aber das wäre dann gelb. Das wäre dann gelb. Ach, das wäre dann gelb. Ab wann wäre gelb? Ab 5. Okay. Ich finde die Zahlen besser. Oder einfach. Aber ich fahre auch kein Auto. Vielleicht einfach als Autofahrer. Plus 10 oder so. Ja. Das ist aber irgendwie wir wollen es immer irgendwie so ganz genau wissen. Wir wollen es gerne so ein Expertentum. Ja. Mir ist das auch aufgefallen, besonders beim Sport oder in der Nachrichtenberichterstattung. Du hast so, wenn du so ein Heute-Journal oder sowas hast, ja, es ist völlig egal, ob es über tagesaktuelle Politik geht, Innenpolitik, Außenpolitik. Oder ob der Klaus Kleber in dem neuen Heute-Journal-Studio, da haben sie ja einen Sitzplatz auch eingerichtet, wo man dann auch einfach mal so mit Beinen überschlagen sitzen kann und mal so über Buntes zum Beispiel reden kann. Ja, wobei, man muss sagen, bei Heute-Journal sind ja zumindest zwei Leute, aber so in dem Klassischen hast du so eine Person, die macht Experte halt für, die führt dich durch Politik, Events, Wirtschaft, alles. Ja. Ja? Und jetzt kommen wir zum Sport. Und das ist so eine Minute und dafür haben die eine eigene Person. Das ist doch geil. Die halt nur da. Klar, das ist natürlich auch der Job, den ich da am liebsten machen würde. Ehrlich? Wärst du gerne der Sport, Julian? Also innerhalb des Nachrichtenkosmos. Ja. Meinst du, der wird gleich bezahlt? Obwohl der nur eine Minute? Ich glaube nicht. Ach, verdammt. Dann findest du schon wieder nicht so gut. Du findest es ja eigentlich gut, wenn der einfach für viel weniger Arbeit genauso viel Geld bekommt. Ich bin doch auch die ganze Zeit da im Studio. Warum denn nicht so ein schwedisches Modell hier halt eben einfach mal installieren, wo halt niemand richtig viel hat, aber auch niemand richtig wenig. Ich will doch nur so Lorgom verdienen. Ja, einfach nur einfach alles Lorgom. Ja. Das klingt auch wie so ein Möbel von Ikea, was überall rumsteht und wo alle halt sagen so, ja, mein Gott, irgendwie ist ja schon praktisch, aber richtig geil ist halt auch nicht. Ja, das einzig Bittere ist, und das wäre ja schon eigentlich der Titel für diese Folge. Ich bin ja nur eben nicht sicher, ob es Lorgom, am Ende heißt es nur Lorgon oder irgendwie sowas. Und dann müsste ich jetzt... Und Lorgom heißt halt irgendwie einfach so schwedischer Vernichtungswillen oder sowas. Ja, und dann... wäre eine Möglichkeit natürlich, dass ich dann diese Folge nochmal durchhöre und dann immer an der Stelle, wo wir Lorgom sagen. Genau, nochmal so, ich kann dieses Wochenende nicht mit auf den 80. Geburtstag deines Vaters fahren. Es heißt Lorgo, nicht Lorgom. Es heißt Lorgon, nicht Lorgom.
Ja, ich werde es herausfinden. Ich habe auch gleich noch was, aber vorher gehe ich nochmal auf Toilette. Weißt du, was ich total makaber finde? Das ist jetzt nur mal ein kleiner Vorschub, den ich aber seit 8 Folgen schon einbauen möchte. Wenn man hier im Studio Lemon Studio Komplex auf Toilette geht, ne, dann gibt es hier, ist ja ein sehr, 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 sehr schöner Waschraum, sehr, sehr schöne Wohnung generell, ja. Und da gibt es dann aber auch Pflegeprodukte. Und da steht unter anderem auch eine Handcreme. Und weißt du, ne, es gibt ja einmal so Handcreme, so weiß ich nicht, Dr. Hauschka oder sonst was, aber es gibt ja halt auch immer mal so Personality-Sachen. Ne? Es gibt ja ein Parfüm von Mariah Carey oder sowas, ja. 3 Fragezeichen Duschgel. Genau. Das steht direkt daneben. So. Ja, für sie und für ihn. Weil die Frau, die Mariah Carey Parfüm benutzt, die hat mit Sicherheit einen Mann, der immer noch 3 Fragezeichen hört. Aber hier steht ein, ne? Und dann gibt es ja meistens so das Parfüm und dann gibt es ja immer noch so die komplette Pflegeserie, was totaler Schwachsinn ist, die zu kaufen. Dann hast du so Duschgel und sonst was, ja. Und hier steht eine Handcreme. Und die finde ich deswegen makaber, weil die von Bobby Brown ist. Und Bobby Brown, war das nicht der Ex-Mann von Whitney Houston, der sich immer verprügelt hat und so? Wo ich mir halt dann auch immer, ohne Witz, den Werbespot so vorstelle, dass der halt eben so: Hi, my name is Bobby Brown. And when I hit my girl, I hit my girl hard, but I like my hands soft. Das denke ich seit 8 Folgen oder sowas, denke ich das jedes Mal, wenn ich hier auf Toilette gehe. Ich würde doch nie aufhören, weil ich ja einfach nie im Leben auf Toilette gehe. Nie im Leben? Okay, ich war kommt jetzt endlich die Offenbarung. Ja, ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert und gedacht, das kann doch kein Mensch sein. So ist doch niemand mal drauf. Ich war das letzte Mal vor 17 Jahren auf Toilette. Ja. Hier? Nee, generell im Leben. Was ist das denn für eine These? Nein, aber ich gehe halt einmal am Tag auf Toilette und das war's. Einmal am Tag? Auf jeden Fall. Einmal? Ja, es gab sicherlich auch Tage, wo es 2-mal war, aber... Also ich meine jetzt nicht... Aber wenn ich jetzt zum Beispiel, mir ist das immer aufgefallen, wenn ich zum Beispiel mit Kumpels... Also ich war ja jetzt nicht gerade kacken, das weißt du schon, ne? Ich rede auch von Pinkeln. Einmal am Tag muss doch reichen. Das ist so krass. Einmal am Tag. Ich sag mal, seit ich darauf achte, viel zu trinken, ist es vielleicht ein bisschen mehr geworden. Aber trotzdem, ich hab... Was heißt denn ein bisschen mehr? Anderthalb Mal? Was soll denn jetzt ein bisschen mehr, ja? Also wenn du jetzt mehr trinkst, dann wäre ja halt eben 2-mal wäre ja schon eine Erhöhung um 100%. Ein bisschen mehr. Ja? Nein, das tropft dann immer so ein bisschen einfach noch. Einmal? Nee, ich hab das jetzt... Dann hast du, wie viel trinkst du denn am Tag? Wahrscheinlich zu wenig, aber... Ja, viel zu wenig, würde ich sagen. Denn ich habe einfach eine gute Blase. Eine gute Blase, nennst du das? Das Gift, das dein Körper, das deine Niere aus deinem Körper rausfiltert, das findest du gut, dass das dann irgendwie teilweise so 24 Stunden einfach so in deinem Körper noch drinnen bleibt. Vielleicht trinkst du deswegen keinen Alkohol, weil du einfach ständig berauscht bist an deinem eigenen Urin. Ja? Eigenurinberauschung, ein wachsender, gefährlicher Trend bei Jugendlichen. Ich bin mit Kumpels in Skiurlaub nach Österreich gefahren und auf dieser Strecke sind die bestimmt 6-mal irgendwie auf Toilette gegangen und ich halt kein einziges Mal. Ich bin halt vor der Fahrt und als wir halt nach 8 Stunden angekommen sind irgendwie. Und ich hatte das letztens, mir ist das nie so aufgefallen, sondern immer nur in solchen Kontexten, dass ich, hey, wieso müssen wir denn jetzt schon wieder auf Toilette? Wir waren doch schon gestern. Nein, Wahnsinn. Aber, und das ist eine gute Freundin. Jahren lerne ich dich immer noch neu kennen. Ich war... Das war mit so Basic-Sachen. Vor einiger du wärst Zeit... Wärst beim Toilettenquartett, wärst du hier der Joker, den man ziehen kann. So. Aber wirklich... Also ich meine, dann muss ich auch, also dann auch selbst sozusagen, selbst wenn ich nur pinkel, dann ist halt wirklich, da, ja, dann pinkel ich eine Badewanne voll. Das ist eine interessante Information, wenn so einmal eine Stunde, so, ich gehe mal auf Toilette, ja okay, dann gucke ich noch eine Folge Stranger Things. Nee, also, und mir hat das letztens auch eine Freundin wieder gespiegelt, bei der ich eben auch häufiger bin und die halt gesagt hat, krass Julian, das ist jetzt irgendwie in 3 Jahren, das erste Mal, dass du hier auf Toilette gegangen bist. Ich glaube, ich habe mich so vorgestellt, oder? Wie man so, hallo, ich muss auf Toilette, oder wie? Ja, ja bestimmt. Ja, ja, also zumindest. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Ja, aber wirklich, vor allen Dingen, weil wir da dann auch richtig weit auseinander sind. Weil, also ich habe übelst die Konfirmandenblase. Wieso sagt man eigentlich Konfirmandenblase? Ich weiß nicht, wahrscheinlich, weil die so viel Angst vor dem evangelischen Pfarrer haben.
dass er die vergewaltigt oder so, ja, weil da nämlich viel mehr Vergewaltigungsfälle sind, ja, dass sie dann ständig auf Toilette gehen, weil die Angst vor dem haben. Ja, vielleicht deshalb. Also ich versuche schon so 1-2 Liter am Tag zu trinken. Also ich trinke am Tag locker 3. Locker. Krass. Ist ja auf jeden Fall gesünder. Ja. Wobei, das sagt man auch so. Immer so, ja, viel trinken ist gesund, ne? Hm? Viel trinken ist ja auch gut und sowas. Komischerweise machen auch ganz viele Wasserhersteller so Werbung, so don't forget to hydrate und sowas. Ja, ist schon klar, ja. Und da habe ich eine Frage. Aral, einfach mal richtig Gas geben. Das ist gesund. Die Frage geht an dich, aber auch an unser Publikum. Wasserfilter. Ja. Ich meine, das wissen vielleicht nicht viele, aber Brita Wasserfilter, was ja so der Premium-Hersteller in dem Bereich ist. Lange Zeit Kunde von mir. Lange Zeit Kunde von dir und vor allem ein quasi Wiesbadener Unternehmen. Ich glaube, es ist Taunusstein. Ja. Und der Gründer und der Mr. Brita. Nee, oder war das? Hat die Firma nach seiner Tochter benannt damals tatsächlich. Die hieß Brita einfach. Ernsthaft? Nee, wirklich. Ja. Ernsthaft? Also, ja, das weiß ich ja halt eben einfach, weil ich für dieses Unternehmen gearbeitet habe. Und eine Frage, hast du eine direkte Assoziation, gerade eine musikalische, wenn du an den Namen Brita hörst? Nein. Von 5 Sterne Deluxe? Die Brita war auch nicht fitter. Sie saß alleine auf ihrem Sofa und litt da. Nee, von 5 Sterne Deluxe kenne ich tatsächlich nur die Leute wollen, dass was passiert. Die Leute wollen, dass was passiert. Und dann einen Mokka trinken. Die Leute beobachten. Ja. Okay. Nee, aber Brita hatte ich jetzt keine Assoziation. Wieso überlegst du dir einen zu holen? Hab ich doch schon längst. Was für einen? Inzwischen. Den Elemaris. Keine Ahnung. Aber und hast natürlich. Hast du den, wo so der Deckel nach unten klappt, wenn du Wasser reinlaufen lässt, oder musst du den Deckel mechanisch nach oben? Ich muss ihn leider nach oben machen. Das ist der Brita Marella. Ja. Aber deswegen ist es bestimmt der günstigste, aber die große Variante. Weil das ist halt 8-Liter-Variante, weil ich endlich auch mal wissen will, wie das ist, öfter am Tag auf Toilette zu gehen. Die halt bei mir dann einen Monat. Genau. Nee, aber was da der Punkt ist, da ist Brita nicht konkret in der Kommunikation und ich glaube, ganz bewusst machen die das nicht. Ja. Weil das heißt ja immer, ja, und dann filtert der das ganze Gift raus, geil. Nee, Kalk. Genau, Kalk, aber auch irgendwie alles ansonsten irgendwie uncoole. Ja. Das ist ja einfach, das ist ja kein Kalkfilter, sondern es ist halt ein Filter. Ja. Aber wenn man sagt, hier gerade Leitungswasser ist doch so viel besser als dieses Tafelwasser, ja, dann ist es filtert ja nicht nur den Kalk raus, sondern halt auch alles ganz Nahrhafte. Genau. Das ist auch immer die Kritik darin. Und deswegen weiß ich bis heute nicht, ist es eigentlich total dumm, erst das Wasser durch den Filter laufen zu lassen, weil die sagen halt immer, das ist prima zum Kochen, damit man irgendwie die Maschine nicht so kalkt oder um die Blumen zu gießen, aber sie sagen nie, hey, Blumen zu gießen? Ja. Wie lange soll das denn dauern, wenn du damit dann irgendwie die Blumen gießt? So. Ich glaube, dass du das dann umfüllst. Ja. Okay, ja, die nächste Woche brauche ich mal frei, ich wollte mal wieder die Blumen gießen. Ja, aber da steht nie, ja, und für ihre tägliche Ration des Trinkens. Also, ich gebe jetzt einen Tipp. Ja. Brita Wasserfilter lohnt sich, wenn man Teetrinker ist, tatsächlich. Ne? Ja. Weil dann ist es einfach, sieht schöner aus, und das sind nicht so diese Kalkschlieren da oben drauf. Wenn man Leitungswasser kannst du ja bedenkenlos in Deutschland trinken. Ja? Und da sind ja auch viele gute Stoffe drin. Und es stimmt tatsächlich, der Brita-Wasserfilter filtert den ekligen Kalk, der ja gerne mal auch, wenn man Leitungswasser trinkt, für so ein trockenes Mundgefühl, das kennst du vielleicht auch, wenn man so Leitungswasser mal trinkt, dass man danach irgendwie so das Gefühl hat, ich habe irgendwie jetzt noch mehr Durst als vorher, weil es irgendwie den Mund auch so austrocknet, was am Kalk liegt. Aber tatsächlich gehen dadurch auch die ganzen guten Stoffe, gehen auch wirklich dadurch verloren. Ja, scheiße. Es ist halt praktisch dafür, man kann es halt irgendwie schön in den Kühlschrank reinstellen und so. Aber in anderen Ländern macht das viel, viel mehr Sinn. Ja. Okay, das heißt, du würdest jetzt in Deutschland deine täglichen 2-3 Liter nicht durch den Brita-Wasserfilter jagen, die du zu dir nimmst? Nein, ich trinke aber auch lieber Wasser mit Kohlensäure. Wasser ist ja aber halt eben auch ein Thema, was zu einem meiner liebsten Hobbys entscheidend beiträgt. Weil ich gehe ja, Zeitpunkt der Aufnahme, spät in der Folge genannt, ja, Donnerstag. Und donnerstags gehe ich ja auch gerne mal in die Sauna. Ich dachte gerade, was hat es mit Sprayen zu tun? So auch heute. Ja? Also Sprayen und Sauna sind ja so meine Lieblingshobbys. Ja. Ich mache nur gern Sachen mit S.
Zwinker-Smiley. Heute war ich dann in der Sauna und zwar macht ja die Kaiser-Friedrich-Therme, wo ich immer noch hingehe, trotz des Chlorgasanschlags, der dort erfolgte. Und der unfreundlichen Mitarbeiter. Ja, die sind teilweise sehr unfreundlich, das stimmt. Ja, teilweise aber auch sehr nett. Und ja. Des beschissenen Systems, tja, du hast eine Minute länger. Ja, dann müssen sie nochmal eine komplette Stunde bezahlen. Oh, ja. Das finde ich auch tatsächlich, das finde ich richtig unprofessionell wirklich. Und dann sagen die, ja, da gibt es halt keine Lösung für. Man denkt, naja, du könntest halt einfach so eine Toleranzzeit von 5 Toleranz oder einfach viertelstündlich abrechnen. Weißt du was? Dann könntest du es sogar teurer machen. Dann könntest du sogar mehr Geld einnehmen. Weil und die Leute wären trotzdem zufriedener. Genau, wären zufriedener und würden sich denken, ah cool, ja, ne, und alles in Ordnung. Ne? Okay. Die macht immer um 10 Uhr morgens auf und um 11 Uhr ist dann der erste Aufguss. Und heute war ich tatsächlich in der glücklichen Situation, dass ich einfach schon sehr, sehr früh heute aufgestanden bin, 18 Liter Kaffee getrunken habe, ja, und dann auch schon richtig was geschafft habe, schon beim Tierarzt war und sowas, ja, und dann zurückkam und dann gesagt habe, so, jetzt gehst du dahin, sodass du beim ersten Aufguss da bist. Weil ich war vor kurzem mal mit meiner Freundin an so einem, am Feiertag hier, am Tag der Deutschen Einheit, waren wir in der Sauna, das war furchtbar. Das war so furchtbar. Weil es so voll war. Da waren so viele Menschen, das war überhaupt nicht entspannt, ja. Heute gab es aber auch Probleme. Ja. Ich kam dann nämlich dahin. Ja, und ich meine, je früher man kommt, nicht nur weniger Leute, sondern da ist auch der Aufgussman noch irgendwie noch richtig fit, noch richtig sauer, noch ordentlich ausgeschlafen. Ja. Das ist ein krasser Job. Genau der war heute aber auch das Problem. Oh. Ja, denn ich kam dann dahin und ich komme ja dann immer auch so, dass ich dann wirklich so um 15:15 reingehe. Dann habe ich nämlich exakt genauso viel Zeit zum gemütlich Ausziehen. Sachen ordentlich aufhängen. Das ist mir auch tatsächlich wichtig, dass sie dann auf so einem Bügel hängen und so. Also ich dachte, um in den Saunaraum, aber du meinst Viertel vor, betrete ich die Therme, ziehe mich dann aus, ja, lasse ich kurz nachwirken, das Bild, ja, dann gehe ich duschen. Ja. Was ja alles von deiner scheiß Zeit auch alles noch von deiner wird. Zeit abgeht, aber das ist in Ordnung, ja, finde ich. Ja. Halt. Und komme dann wirklich perfekt, sodass ich so 15:00 Aufguss, 15:00 Aufguss, ja, 15:00 Schwitz, ja, reingehen kann und mir noch einen schönen Platz suchen kann. Wunderbar. Heute dachte ich dann aber so, ich frage vorher nochmal nach, der Aufguss ist jetzt um 11 der erste, ne? Dann sagte die Frau schon so, wahrscheinlich nicht. Wir haben keine Badeaufsicht, die hat sich krank gemeldet. Und was heißt das? Die hat sich krank gemeldet und dann hatten die nicht so schnell einen Ersatz wohl, ja? Und dann habe ich halt ja, eben aber Badeaufsicht... gesagt, naja, die Badeaufsicht ist halt eben die, die dann auch den Aufguss macht. Achso, ich wollte gerade sagen. Ja, Badeaufsicht ist mir egal. Ja, ich will den Aufgussmeister. Es wäre geil, wenn das aber hätte, könnte ja auch so eine sinnlose deutsche Regel sein. Ja, nee, nee. Nein. Der Saunameister darf nur mit der Badeaufsicht im Hintergrund agieren. Und dann habe ich halt eben gesagt so, wäre nicht das einzige sinnlose Gesetz in diesem Land. Ja, eben. Absaufen! dann habe ich halt eben so gesagt, ja, okay, das ist ja blöd, weil ich bin ja eigentlich nur wegen dem Aufguss hier. Also wenn Sie wollen, kann ich den auch machen. Dann hat die Frau gesagt an der Kasse, ja, wenn Sie wollen, können Sie das gerne machen. Und dann bin ja, ich so tipptopp motiviert, bin ich dann halt eben reingegangen und habe mich dann ausgezogen. Lass ich nochmal kurz nachwirken, ja, ne, alles ordentlich aufgehangen, bin duschen gegangen und ging dann raus schon so, boah, geil, jetzt mache ich gleich so eine richtig coole Erfahrung auch, ja, und dann hörte ich aber, wie da eine Frau, die ganz offensichtlich die Geschäftsführerin war, mit der Dame von der Kasse korrespondierte und sagte, ja, nee, es kann ja jetzt hier nicht ein Gast einfach den Aufguss machen, das ist ja von der Versicherung her, wenn da jetzt was passiert und so, ja. In was für einem Land leben wir eigentlich? Habe ich das mitbekommen und dann bin ich halt eben auch da hingegangen, hab gesagt, ich habe das jetzt nur gerade mitbekommen. Ich war das, der es gerade eben angeboten hat. Geht das jetzt nicht? Und hat die mir das halt eben auch erklärt. Und weißt du was? Die hat dann halt eben auch gesagt so, ja, natürlich passiert da jetzt wahrscheinlich nichts, wenn sie das machen. Und ich sehe ja auch, sie sind ja auch fit und alles, ja. Und haben sie das schon mal gemacht? Und habe ich auch gesagt, ja, ja, meine erste Freundin, die hatten auch eine Sauna im Keller, da habe ich das auch gemacht und sowas. Und wirklich, ich habe so viel Sauna-Erfahrung. Ich gehe, seitdem ich 18 bin, in die Sauna, ja. Bin 33 Jahre alt. Ja. Und zwar auch wirklich regelmäßig. Ich hätte das auf jeden Fall gut gemacht. Ja. Aber ich verstehe es tatsächlich auch, wenn die dann halt eben sagt, ey, wenn da halt eben was passiert. Und dann in sind dem wir Bereich halt, kann, also es ist kann ja halt aber wenn wirklich, was passiert, genau, ist halt dann bin halt nicht ich irgendwie dran, sondern machen die halt das Bad zu und sowas. Ja. Habe ich dann halt eben auch verstanden. Dann fiel halt eben der Aufguss aus. Ja.
Darf ich ganz kurz dazwischen grätschen? Ich hatte letztens bei mir auf der Arbeit diese Situation. Da ging es halt darum, eine studentische Hilfskraft einzustellen. Und es gibt halt so einen Turnus, es muss alles durch den Betriebsrat, hat so 14 Tage Vorlaufzeit. Und es wäre aber für uns super gewesen, wenn die schon früher angefangen hat. Ja. Und dann haben die gesagt, es geht halt versicherungstechnisch nicht. Da habe ich gesagt, naja gut, aber das merkt ja kein Mensch, kann ja trotzdem irgendwie einfach anfangen. Und dann sagen, naja, ich will... Wir arbeiten an einer Versicherung. Julian, hast du noch nicht so ganz verstanden, wie das hier funktioniert? Das Argument, das ist versicherungstechnisch schwierig, sollte ja, bei gut, uns gut, wenn dann die Versicherung nachfragt, dann können wir ja einfach irgendwie lügen, oder? Leute, macht doch jeder, oder? Also ich habe gestern erst hier bei meiner Haftpflichtversicherung gesagt, ja, guck mal, hier ist meine Steuererklärung, guck dir die mal an. Deswegen. Ja, genau, ich war mit dem André in Spanien. Ja, okay, also deswegen, das habe ich auch Aufguss, da die Erfahrung gemacht, leider. Viel, erster Aufguss fiel aus. Ja. Boah, wie dann war ich auch schon, ich habe dann Hattest auch gemerkt... Hattest du aber schon vorher, länger als eine Stunde zu bleiben? 2 Stunden bleibe ich immer da und mache halt eben 2 Aufgüsse. Deswegen komme ich auch so rein. Ich habe halt eben auch dann so gesagt, so ey, ich komme halt echt getaktet hier rein. Und die meinte so, ja, wir gucken, dass wir hier wirklich noch jemanden besorgt bekommen. Dann habe ich mir gedacht, okay, komm, den ersten nehme ich noch hin. Da war ich nämlich noch deutsch. Da habe ich mir gedacht, okay, man kann ja nichts ändern an den Zuständen, die hier sind. Man kann sich ja jetzt nicht einfach über die Gesetze hinwegsetzen. Ja. Um 12 sah das aber schon anders aus. Ja. Ich dachte dann nämlich, komm, vielleicht kriegen die es ja jetzt einfach hin, dass jetzt hier ein Sauna, eine Badeaufsicht endlich rankommt. Ich habe mir vorher auch schon gedacht, die Chefin könnte ja auch einfach sagen, okay, machen Sie das, ich stelle mich draußen hin, wenn was ist, dann übernehme ich. Ja? Aber cool, dass Sie das machen. Geiles Ding hier irgendwie, das wird ja jetzt auch für die Gäste eine schöne Sache sein, dass die irgendwie sehen, oh, hier, die geben sich Mühe und sowas. Weil es und, kann es ja und ich sage, es wäre ein geiler Aufguss geworden. Wäre? Überzeugen wir uns doch einfach von der Realität. 12 Uhr ging ich dann wieder in die Sauna rein und dann sah ich aber vorne schon so ein Schild. Ja, leider fällt der Aufguss um 12 auch aus. Ab 13 Uhr ist dann wieder. Da habe ich mir aber gesagt, ich bleibe jetzt aber nicht noch eine Stunde länger. Ja, das wollte ich nicht. Dann bin ich aber mürrisch reingegangen. Und dann haben die Leute drinnen auch schon so, ja, mit dem Aufguss und sowas. Es war auch unruhig dadurch. Ja, klar, das ist doch schade. Alle sind deswegen da, verstehst du? Und vor allem in dieser Therme, es gibt ja nicht 1000 andere Sachen dort. Es gibt 1000 andere Sachen, die niemanden interessieren. Ja, so oder so, dieser genau. Dieser blöde Drachenraum, der einfach, wo du so denkst, okay, ich hole noch kurz die Jacke. Ja, der bringt gar nichts. Der ist einfach nur interessant von der Mechanik her. Dann gibt es dieses irisch-römische Bad, was ich gar nicht verstehe. Da liegen halt die Leute mit dem Bademantel drin. Ja, weil es halt so kalt ist. Dafür gehe ich nicht in die Sauna, ja. Ich will den Aufguss haben, deswegen bin ich da. Ja? Dann lag ich auch da drin und dann dachte ich mir irgendwann, jetzt reicht es. Und dann bin ich lag halt schon da und dachte eigentlich so, ach komm, ist doch auch schön, ist doch auch so warm. Man kann das ja auch so, dann bleibe ich jetzt einfach eine Viertelstunde hier drin. Und nee, du gesagt, hast alles richtig nein, gemacht, André. Nein, 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 ich lehne mich jetzt hier auf. Und dann bin ich auch so hochgeschreckt und habe gesagt, entschuldigen Sie. Hätte einer von Ihnen, es waren nur Männer da, hätte einer von Ihnen was dagegen, wenn ich einfach kurz rausgehe und ein bisschen Wasser hole und hier einfach kurz einen Aufguss mache? Und alle 3 Typen, die da waren, so, endlich, ja, nein, überhaupt nicht, können wir gerne machen und so. Und dann habe ich gesagt, alles klar. Und dann bin ich auch so rausgestapft, nackt, die ganze Zeit. Man sieht, wütend sieht man nackt, glaube ich, auch nicht besonders gut aus, ja. Aber nackt, wütend, rausgestapft, ja. Dann ging ich da hin und wollte schon so meinen Becher einfach nur mit Wasser voll machen. Und der Becher stand aber gegenüber von dem Saunameisterraum. Und dann blickte ich da rein und sah, da steht ein Eimer. Aha. Und der ist voll. Auch mit? Mit Aufguss-Spirit voll. Yes! Oh. Und dann dachte ich noch so, okay, da André, vorne so, ist eine Thekenkraft. Und jetzt stellen wir uns einfach so eine Ocean's Eleven-artige Szenerie vor, weißt du, mit Splitscreen und so einem, weißt du, so funky Music. Weil dann kam nämlich noch mein Gehilfe, ein alter Mann kam dann so von hinten und meinte so, was ist denn jetzt mit dem Wasser? Und dann habe ich gesagt, ja, ich hatte erst überlegt, hier irgendwie mit dem Becher, aber da drin würde auch der Eimer stehen. Und dann sagte der noch so, na, worauf warten Sie denn? Da habe ich gesagt, ja, da vorne die Thekenkraft. Würden Sie die gerade ablenken? Nein! Und
da ging. Das war ein Typ, der war bestimmt 65 Jahre alt oder sowas. Der ging und er hatte so eine Mission. Tresen und hat sich dann so vorne hingestellt, dass diese aus dem Blickfeld musste und dann auch so, ja, sie haben ja auch Smoothies im Angebot und sowas. Ja? Ne? Währenddessen kam noch ein anderer aus der Sauna dann raus und guckte mich so an und wirklich so nonverbale Kommunikation mit den Augen einfach so, was ist jetzt? Und dann habe ich ihm auch so gezeigt, da drin. Und dann hast du da so rübergenickt und da so. Da drin. Ich hole den jetzt raus. Der hat sofort verstanden auch, was ich vorhabe. Und dann kam der halt eben auch, um mich dann von hinten noch so zu decken, sodass der dann halt einfach so hinter mir stand, ich dann kurz reinhuschen konnte, dann auch wirklich kaltblütig einfach nach dem Eimer gegriffen habe und dann auch straight wirklich dahin gegangen bin. Krass, pass auf, Julian, es wird noch besser, ja. Es wird noch besser. Der Typ mich dann halt eben gedeckt, der Rentner sich dann irgendwann umgedreht und haben die sich auch noch so Zeichen gegeben und so, sodass dann halt eben alle wussten, okay, der Adler ist gelandet, ja. Ich war dann mit dem Eimer da drin. Man muss ja auch sagen, all das erfolgte ja nackt. Also drei nackte Männer haben ja diesen Coup durchgezogen. Ja, ne? Und dann waren wir halt eben drin. Und dann kamen die zwei halt eben auch so später rein. Und dann der alte Typ halt eben dann auch noch, auch so Ocean's 11-mäßig, noch so einen lockeren Spruch so, hier ist ja immer noch kalt. Und dann habe ich auch so gesagt, ja klar, ich wollte ja noch warten, bis mein Kompagnon irgendwie da ist. Und so totale übelste Verbrüderung. Blutsbrüderschaft. Mussten uns nicht wirklich physisch geben, weil das wirklich merkwürdig geworden wäre. Ja. Und dann habe ich da halt eben den Aufguss gemacht. Ja. Und der war so heiß, dass dann irgendwann sogar die Tür aufgegangen ist. Ja, da habe ich so viel Dampf da drin gemacht, dass irgendwann die Tür so aufgeflogen ist. Und alle dann auch irgendwann gesagt haben so, boah, oh, das war ein richtig heißer Aufguss und sowas. Ja. Und dann sind wir da alle glücklich und alle wussten, das hier ist ja auch die Ehrenrunde, die es eigentlich nicht hätte eigentlich geben dürfen. Genau. Das ist dann, ja was ganz und anderes. Und was die ja nicht wissen konnten, ist, Achtung, Achtung, André Georg Haase macht jetzt hier den Aufguss. Und ne, natürlich habe ich dann nicht ein Stand-Up-Comedy-Programm abgeliefert, aber halt eben so leichte Variationen. Also halt einfach die Sprüche, die der Saunameister sonst bringt, aber halt mit so with a twist. Weißt du, so aktuell auf die Situation, improvisierend, einzahlend und so. Ja, herzlich willkommen hier zum geheimen Aufguss. Und so. Ja, ne? Und es hat auch echt Spaß gemacht, ja. Und was ich dann gemacht habe, das wird dir als Sozialist und was ist mit den... mit den anderen Badegästen, haben die das mitbekommen oder war das wirklich nur euer Dreier-Ding? Das war uns, vier Leute haben diesen Aufguss mitbekommen, aber das, was ich dann gemacht habe, wird dir als Sozialist natürlich gut gefallen, weil ich habe natürlich nicht den ganzen Eimer für uns vier genommen, sondern ich habe dann den Eimer da noch stehen lassen und der war noch zu einem guten Viertel voll. Und dann bin ich nochmal zu allen, die bei dem 11 Uhr Aufguss auch schon da saßen. Da war ich nämlich schon derjenige, der informiert hat. Da saßen nämlich schon alle um 11 Uhr da. Und dann habe ich gesagt, falls ihr auf den Aufguss warten, der findet aus den und den Gründen nicht statt, wo ich auch dachte, das könnte ja auch... Einer hierfür bezahlt wird. Die da vor allen Dingen auch die ganze Zeit rumgelaufen ist. Da hätte man ja auch einfach mal Bescheid sagen können kurz. Ja, das habe ich dann auch schon gemacht. Das heißt, ich wusste ja auch, wer um 11 Uhr schon enttäuscht wurde. Und die saßen alle in der anderen Sauna und dann, ich war schon auf dem Weg wirklich raus und wollte nach Hause gehen und dann bin ich aber nochmal zurück und nochmal rein und hab gesagt, ey, wir haben gerade eben den Eimer da geklaut, der steht noch da drin, da ist noch ein gutes Viertel drin, gönnt euch nochmal einen Aufguss. Ach, ja. Und die dann auch Robin so, Hood. Geil, Mann! Ja. Ja, aber daran sieht man, dass du wirklich entzürnt warst, weil ich glaube, die Hürde dieses, also du bist auf jeden Fall gesetzestreuer als ich. Das ja, heißt, das stimmt. Also ich glaube, ich hätte auch, wenn ich einfach so zwischendrin noch Bock auf einen Aufguss gehabt hätte. Hättest du es auch einfach gemacht. Einfach draufgepinkelt. Aber ich kann nicht, ich war heute schon mal. Ja, für mich natürlich der Horror, wenn ich irgendwo eine Urinprobe abgeben muss. Da denke ich immer, ja, was für ein Timing. Wären Sie flexibel, was die Zeit angeht? Ja, ich gebe da so Zeiten wie so Lieferdienste, so ja, zwischen 10 und 18. Und vor allen Dingen, dann gibt er dir halt so einen normalen Becher und du so, Entschuldigung, wenn ich muss, dann muss ich groß. Ja. Ich weiß ja, wie das hier bei Ihnen läuft. Ich habe mir schon so eine Regentonne mitgebracht oder so. Ist das dann auch so ein richtig fester, harter Strahl? Ja, klar. Ja? Da ist richtig Wumms dran. Und machst du dann trotzdem im Stehen? Nee. Also, wenn's, ich finde auch, sobald man einmal seine Toilette selbst sauber gemacht hat, dann lässt man das halt eben einfach. Ja, aber auch generell, ich finde Pissoirs zum Beispiel auch insofern nie cool, weil ich finde, da müsste dann trotzdem immer noch so ein bisschen Toilettenpapier oder irgendwas sein. Ich finde das an sich nicht so cool. Bist du eigentlich beschnitten? Nee. Oh, ich auch nicht. Haben wir endlich mal was gemeinsam. Dass wir alles übereinander erfahren. Eben, ja, großartig. Klasse. Ja, und weißt du, was mir besonders gut gefällt? Dass ohne dass wir das jemals vorhatten,
dass diese Sauna... Ist das unser Sex-Podcast? Das Sauna, also hätte mir jemand vorher gesagt, dass, also egal auch, was wir an Hobbys oder irgendwas aufzählen, dass ich würde sagen, es gibt nichts, was wir so intensiv und so vielseitig und so anekdotenreich thematisiert haben in den bisherigen Folgen, wie das Thema Sauna. Ja, so, und was jetzt? Was jetzt? Pass auf. Was wird aus den besten Hackern, wenn die erwischt werden? Ich bin nicht erwischt worden, aber wenn die irgendwann sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Hacking, dann werden die Sicherheitsberater. Was wird aus Saunameister-Dieb André Werner? Ja. Ich habe mich dann einfach auch mal bei der Chefin informiert, was müsste ich denn eigentlich machen, um das hier offiziell zu machen? Und das Einzige, hast, was man braucht... Hast du danach denn offenbart, wir haben es... Nein, okay. Also es war, erst habe ich das Information, erst habe ich den Seriösen gegeben und dann habe ich meine Nasty-Seite gezeigt. Ja, ne? Ich habe mich vorher einfach mal informiert und alles, was ich dafür brauche, ist ein Rettungsschwimmerabzeichen Bronze. Ich habe mich auch schon informiert, wo und wie man das machen kann. Das ist aber nicht das Gleiche, was du in der Schule in Bronze... Nein, das ist für Schüler und Jugendliche, das ist jetzt für Erwachsene. Es ist auch tatsächlich relativ umfangreich, was man da machen muss. Unter anderem auch bekleidet schwimmen 100 Meter in unter 4 Minuten und sich danach entkleiden, was ich auch interessant finde. Ja. Wäre natürlich auch geil, ich wette, dass alle anderen irgendwie so eine Trainingsjacke oder irgendwas anziehen und du würdest wahrscheinlich in so einem Smoking. Nee, ich habe schon, ich habe natürlich auch genau darüber nachgedacht, man kriegt dann da so Klamotten vom DLRG, wie so Judo-Anzüge sehen die aus. Was halt eben ganz spannend ist, man macht dann halt eben einfach wirklich einen Schein, der einen auch dazu qualifiziert, irgendwie so, weiß ich nicht, in einem Freibad dann halt wirklich einfach der Bademeister zu sein und ist dann aber danach ja halt eben einfach an einem Ort, wo so die größte Wassertiefe irgendwie mir bis zur Hüfte geht oder so. Ja, ich schätze auch die wenigsten, die wo das machen. Ich auch denke, okay, haben als, wenn ich da jetzt jemanden retten muss, dann gehe ich da halt eben einfach hin. Ja, und warum sind Sie hier? Ja, ich würde gerne Aufgussmeister werden. Ja, genau. Aber, mark my words, ich mache das jetzt. Ja, geil. Ich mach das jetzt und dann bin ich Saunameister André Georg Haase. Und hättest du es dann gedurft? Dann hätte ich es gedurft. Also sprich, es geht, du musst nicht irgendwie im Angestelltenverhältnis sein oder sowas. Ja, das wäre dann auch schon so irgendwie, okay, wenn sie aber, das wirklich sind. Aber das war aber nicht das K.O.-Kriterium. Ich habe dann auch gesagt, so okay, und dann könnte ich mich einfach hier bewerben und würde das auch nur so ein paar Stunden in der Woche gehen. Und hat die gesagt, ja klar, wenn sie wollen, gerne. Wir suchen wirklich auch Leute und ich mach das jetzt. Großartig. Ich mach das jetzt und dann mache ich da den Aufguss. Kommst du dann mal? Ja, auf jeden Fall. Du bist dann aber nackt und ich bekleidet. Ich wollte gerade sagen, du würdest ja, also anders als jetzt bei diesem geheimen Aufguss, dürftest du ja nicht nackt sein. Ja. Finde ich, also jetzt nicht, dass man irgendwie so geil darauf ist, nackt zu sein, sondern ich finde, bekleidet so einen Aufguss zu machen und dabei noch zu arbeiten, ist schon auch. Na, aber mit so einem Handtuch bist du ja nur bekleidet. Ne? Und das gehört schon dazu. Was ja aber halt so geil daran war, und da habe ich auch gemerkt, also es hat mich auch nicht überrascht, dass das nur Männer waren, die da, die diesen Coup durchgezogen Erlebnis. Haben. Weil ich glaube, genauso wie mit Waffen spielen, das ist ein Jungsding. Ich glaube, wenn da eine Frau gesessen hätte, die hätte halt vielleicht irgendwie gesagt, ja, okay, machen Sie mal oder so. Aber ich glaube nicht, dass die mitgemacht hätte. Ja, schon alleine auch sowas, dass man in der Gemeinschaft so ein, hey, wir setzen wir jetzt unser jetzt eigentliches durch. Recht durch. Ich weiß noch, in der Schule ist das auch immer, wenn der Lehrer irgendwie bis irgendwie 20 Minuten nicht kam, dann, wenn man als gesamte Klasse so sich entscheidet, komm, wir gehen jetzt oder früher, das ist nie ein Junge gewesen, der gesagt hat, nee, aber ich würde schon hier bleiben. Also ich finde das jetzt nicht richtig. Das ist... Ja, doch schon auch. Es gab dann auch schon den einen Typen, der dann halt irgendwie so, ja, ihr könnt ja gehen, aber ich versau mir jetzt hier nicht meinen Schnitt. Den gibt's schon auch, aber ich glaube halt eben der Redelsführer ist dann in der Regel immer eher ein Typ. Weil Männer halt eben einfach Männer sind. Ein schöner. Ja, ist doch so. Beweis mir das Gegenteil. Wir haben ganz viele tolle weibliche Hörerinnen. Wärt ihr aufgestanden und hättet euch einfach so den Saunaeimer gekrallt? Schreibt es in die Kommentare. Genau, ja. In diesem Sinne, das war die Therapie für diese Woche. Kommt gut nach Hause, es sei denn, ihr plant den nächsten Sauna-Coup. Hier ein kleiner Auszug aus dem Wikipedia-Artikel zu dem Begriff Lagom. Kategorie schwedische Sprache. Lagom ist ein Wort aus dem Schwedischen, für das es keine direkte Übersetzung ins Deutsche gibt. Lagom bedeutet so viel wie gerade richtig, eben nicht zu viel und nicht zu wenig.
Die ideale Balance, Mittelweg, Ausgewogenheit, Konsens. So wird es in Schweden meist als positiv angesehen, wenn das Wetter im Urlaub lagom warm ist, man auf der Autobahn lagom schnell vorankommt und die Portionen im Restaurant lagom groß sind.